Ja, im Namen der PITS möchte ich Sie heute als Teilnehmer unseres Webinars Oracle Forms nach APEX, so migrieren Sie am effizientesten, herzlich willkommen heißen und begrüßen. Mein Name ist Thorsten Staude. Ich bin Sales Manager bei der PITS und werde Sie heute als Moderator durch dieses Webinar führen. Wir haben für das Webinar weitere Experten mit spannenden Vorträgen organisiert, die ich Ihnen noch nicht vorenthalten möchte. Doch ich möchte Ihnen noch etwas später diese separat kurz vorstellen. Zunächst ein kleiner organisatorischer Hinweis noch. Die Websession ist für Sie als Teilnehmer auf stumm geschaltet. Damit wir die Audioqualität für Sie bestmöglichst gestalten können. Für Fragen, die Sie gerne unseren Spezialisten stellen möchten, nutzen Sie bitte die Chatfunktion. Wir werden am Ende des Webinars dann noch auf Ihre Fragen eingehen. Und unsere Experten stehen Ihnen dann für Ihre individuellen Fragen zur Verfügung. Ja, worüber reden wir heute? Wir haben Ihnen heute für das Webinar einen interessanten Mix aus Informationen und Fakten zum Thema APEX sowie der besonderen Herausforderung von Oracle Forms nach APEX zusammengestellt. Wir werden heute darüber sprechen, welche Vorteile APEX als Alternative zu Oracle Forms für Sie hat. Wir werden uns anschauen, wie eine Migration in der Praxis abläuft und welche Tools und Kenntnisse hierfür erforderlich sind. Und nicht zuletzt werden wir erfahren, wie der Einsatz moderner Cloud- und Projektmanagementlösungen Ihr Projekt erfolgreicher machen kann. Warum meinen wir, dass das Webinar für Sie wichtig sein könnte? Vier Punkte möchte ich da anführen. Denn als ersten Punkt: Immer mehr Unternehmen sehen Oracle Application Express als Alternative, um ihre geschäftskritischen Forms-Anwendungen in einem zukunftsorientierten Umfeld zum Leben zu erwecken. APEX ermöglicht es Unternehmen, modernste Applikationen zu implementieren. Zweitens, APEX setzt sich auch für große und komplexere Applikationsanforderungen immer stärker durch. Die Zeiten für APEX als kleine Lösung sind Geschichte. APEX ist erwachsen und zudem sehr leistungsstark geworden und für große und komplexe Anwendungen gedacht. Den zunehmenden Verbreitungsgrad können wir an den zahlreichen Projektanfragen für die Forms nach APEX-Migration feststellen. Drittens, das Webinar bietet Ihnen an, eine äußerst effiziente Methode der Migration von Forms nach APEX kennenzulernen. Live-Demo inklusive. Viertens, mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich zudem die Chance auf eine kostenlose, geführte Probemigration in der Oracle Cloud-Infrastruktur. Dieses Angebot werden wir Ihnen später dann nochmal ein bisschen näher erklären. Auf den Punkt bezüglich des Verbreitungsgrades von APEX möchte ich gleich kurz selbst eingehen. Schaut man auf die Entwicklung des Verbreitungsgrades für APEX, dann stellen wir über die Anzahl von verfügbaren APEX-Applikationen auf dem Oracle APEX-Portal für einen Zeitraum von 2010 bis 2018, also 8 Jahren, eine Verfünffachung der zur Verfügung stehenden Applikationen fest. Aber mehr darüber und im Detail erfahren wir noch im Vortrag von Carsten Tarski. Kommen wir zur ersten Umfrage, um dessen Beantwortung wir Sie gerne bitten würden. Bitte wählen Sie hier nur eine Antwort aus. Und zwar, uns würde zunächst interessieren, inwieweit wird bei Ihnen angesichts der technischen und betriebswirtschaftlichen Vorzüge sowie der starken Marktakzeptanz APEX als der Nachfolger in Forms gesehen? Bitte antworten Sie. Wir würden ein bisschen warten wollen. Sie können antworten mit Ja, komplette Ablösung durch APEX, Ja, teilweise Ablöse durch APEX oder C, Nein, keine Ablöse durch APEX. So, das Barometer bewegt sich noch ein bisschen, also es wird noch gestimmt. So, ich denke, alle haben abgestimmt und wir würden uns mal gerne die Resultate auch freigeben.
Dabei haben 50% geantwortet, eine teilweise Ablösung durch APEC sich vorstellen zu können, 17% sogar eine gesamte Ablöse und 33% keine Ablöse durch APEC. Also eine Tendenz eher auch zu einer APEC-Ablöse teilweise oder auch im vollständigen Maße. Sehr interessant. So, gehen wir weiter. So komme ich jetzt auf die Vorstellung unserer Experten. Ich hatte das vorhin schon angekündigt, dessen Vorträge wir nun in folgenden präsentiert bekommen. Für die weiteren Informationen und Präsentationen haben wir für Sie heute zwei Spezialisten eingeladen. Das eine ist Carsten Zarski vom Hersteller Oracle als Experte aus dem Oracle Apex Development Team. Und als zweiten Spezialisten haben wir heute Christian Piasecki als erfahrenen Projektleiter gewinnen können, uns das erfolgserprobte PITS-Konzept für den Migrationsweg Oracle Forms nach Apex zu erklären. Das Spannende, sein Vortrag wird anhand von Kundenbeispielen auch die Live-Demonstration des repositoriebasierten PITS-Tools erklären und ein Resümee ziehen, was unsere Kunden in den Projekten am wichtigsten war. Ja, zunächst vielleicht noch eine Frage. Wir kommen dann erstmal nochmal zu einer zweiten Frage, die wir Ihnen gerne stellen wollen. Cloud Computing ist ja in aller Munde. Die Oracle-Datenbank und damit Application Express stehen seit einiger Zeit in der Oracle Cloud zur Verfügung. Nun unsere Frage hierzu. Und so, ich starte mal die Frage, inwieweit ist die Verfügbarkeit von Apex als Cloud-Technologie für Sie entscheidungsrelevant für Apex? Würde uns mal interessieren. Bitte antworten Sie hier auch nur mit einer möglichen Antwort. Wir haben ja Single Choice. Und stimmen Sie bitte ab mit sehr stark, stark, nettes Extra, bisher nicht bekannt oder kaum. Ja, wir lassen dann noch ein bisschen offen. So, ich würde die Umfrage jetzt schließen. Bitte antworten Sie jetzt nicht mehr und würde die Resultate für uns freigeben. Ein vielleicht nicht ganz überraschendes Ergebnis, was Cloud Computing in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz betrifft. Also 46% der abgestimmten Teilnehmer haben mit kaum. Einige haben ein nettes Extra sich vorstellen können dabei und auch wenige sind sehr stark interessiert. Okay, wir nehmen das mal so mit. Ja. So würde ich mich jetzt natürlich noch freuen. Ich würde jetzt meine Präsentation gerne an Carsten übergeben. Ich freue mich auf den Vortrag von Carsten Zarski. Carsten wird uns mit seinem Vortrag begeistern, was Apex ausmacht und wohin die Reise geht. Carsten, ich würde dich bitten, die weitere Steuerung des Webinars zu übernehmen. Hierzu würde ich meine Übertragung stoppen. Ist das in Jawohl, Ordnung? genau so ist Jawohl. das. So, gut. Und da sind wir auch schon. Ich hoffe, Perfekt. jeder kann sehen, was ich hier an die oder auf Ihre Bildschirme werfe. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie der Thorsten Staude schon gesagt hat, mein Name ist Carsten Zarski. Ich habe jetzt keine Folie dazu, aber der ein oder andere kennt mich vielleicht schon von einer DOA-Konferenz. Zwei Worte zu meiner Person. Bin mit Oracle hier in München beschäftigt. Seit 2001 bei Oracle, lange Jahre in Presales in Deutschland tätig gewesen, um dort mit Kunden und Partnern an verschiedenen Entwicklungsprojekten zu arbeiten und seit 3 Jahren jetzt Teil des Application Express Development Teams, wo ich mit Kollegen wie Patrick Wolf, Anthony Rayner, Joel Kallmann am Produkt arbeite und wie wir es mit jeder Version ein bisschen besser machen wollen. Wir sind im Endgame, wie man so schön sagt, für Apex 19.2. Da gibt es ja auch schon die öffentliche Beta-Version. Und wer sich ein bisschen mit Apex auseinandersetzt und schon mal auf dem öffentlichen Demo-Server Apex Oracle .com war, der auch eben kurz auf einer Folie erwähnt war, der hat dann auch gesehen, dass wir letztes Wochenende auf 19.2 aktualisiert haben.
Das heißt also, wer da wirklich an den latest and greatest Features installiert ist, das ist jetzt verfügbar. Sie können draufgehen. Aber fangen wir mal vorne an. Wollen wir nicht, bevor wir über die neuen, coolen Features reden, reden wir erstmal über das, was Apex überhaupt ist. Ja, denn der ein oder andere ist ja auch hier, um Apex vielleicht ganz neu kennenzulernen. Naja, und was ist Oracle Apex? Hier haben wir das mal versucht, in einem schönen Satz zusammenzufassen. Eine Low-Code-Entwicklungsplattform, ja, Fokus auf Low-Code. Wir wollen wirklich sehr stark deklarativ arbeiten, aber es ist uns völlig klar, Apex ist keine Plattform, die den Anspruch hat, dass man es komplett ohne Code schafft. Ja, man wird immer ein bisschen codieren müssen, aber ich glaube, das ist logisch. Wir reden hier über Unternehmensanwendungen, wir reden nicht nur über ein bisschen Demo, wir reden über Applikationen, in denen man richtig was tut. Ja, und da hat man Business-Logik, die sehr unternehmensspezifisch meistens ist und da braucht es halt eben ein bisschen Coding. Und genau das deckt Apex ab. Wir reden also von einer Low-Code-Plattform. Die basiert auf der Oracle-Datenbank, das heißt Skalierbarkeit, Security, das stand eigentlich immer im Fokus. Das Motto von Apex war eigentlich immer, die Features oder die Vorteile der Oracle-Datenbank als Plattform, die sollen für den Apex-Entwickler und für den Apex-Nutzer auch nutzbar werden. Das ist der Grund, warum wir in der Oracle-Datenbank laufen. Naja, erstklassige Features, das schauen wir uns gleich an. Und da das alles webgestützt ist, ist natürlich klar, dass wir es entwickeln und überall bereitstellen können. Aber das können wir jetzt auch noch ein bisschen konkreter machen. Ja, hier schon mal ganz kurz ein paar Merkmale nochmal zu Application Express. Ja, letzten Endes, hier fangen wir mal auf der rechten Seite an. Wir laufen, das sagte eben so schön, wir sind basiert auf der Oracle-Datenbank. Das kann man noch ein bisschen konkretisieren. Wir laufen komplett innerhalb der Oracle-Datenbank. Das ist wirklich ein besonderes Merkmal von Application Express. Es läuft komplett in der Oracle-Datenbank. Ja, Sie haben also eine typische Drei-Schichten-Architektur mit dem Browser, auf dem der Entwickler oder der End-User arbeitet. Und dann schlägt der Browser auf einem Webserver auf. Und der Webserver ist allerdings lediglich ein, naja, wie sagt man, ein Dispatcher. Ja, der gibt den Request weiter an die Oracle-Datenbank. Und in der Oracle-Datenbank findet die vollständige Verarbeitung statt. Alles, was eine Apex-Applikation ausmacht, findet in der Oracle-Datenbank statt. Dort werden Metadaten gelesen, dort findet die Verarbeitung statt. Dort wird der Response, da die HTML, die Webseite generiert, bevor sie über den Webserver an den Browser zurückgeschickt wird. Deswegen haben wir in Apex dieses schöne, diesen schönen Vorteil, was hier so schön mit Zero Latency beschrieben ist. Eine SQL-Abfrage, der Datenzugriff kostet in Apex sehr, sehr wenig, ja, weil wir sind schon in der Datenbank. Ja, wenn man sich typische Programmierumgebungen anguckt, wie PHP, Python oder andere, da wird normalerweise, überlegt man sich jeden Datenbankzugriff doppelt und dreifach, weil die sind teuer und das haben wir in Apex eben nicht. Ein weiteres Merkmal ist, dass Apex kein Code-Generator ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man Apex sich anschaut und auf diesem Demo-Server anschaut, könnte man tatsächlich den Eindruck bekommen, dass Apex ein Code-Generator ist. Weil man klickt sich was zusammen und am Ende kommt eine Anwendung raus. Aber alles, was passiert, das wird letzten Endes als Metadaten in die Datenbank gespeichert. Sie können sich tatsächlich vorstellen, dass Apex ein Datenmodell für Anwendungen entwickelt. Ja, man hat eine Tabelle Anwendungen, dann hat man eine Tabelle Anwendungsseiten, dann hat man eine Tabelle Seitenregionen, ja, und so weiter und so fort. Und mit Foreign Keys und all diesen ganzen Sachen. Und ein solches Datenmodell implementiert Apex. Das heißt, wenn ich meiner Applikation eine Seite hinzufüge, entsteht irgendwo in einer Tabelle eine Zeile mit Attributen. Und das Gleiche, wenn ich eine Region hinzufüge, einen Prozess und andere Dinge, überall entstehen Metadaten in der Tabelle. Und letzten Endes, die Anwendung wird also abgebildet als Zeilen in Tabellen. Und wenn Sie die Applikation aufrufen, werden besagte Metadaten ausgelesen, verarbeitet und es entsteht eine Webseite. Ja. Das wirklich in a nutshell ist, wie Apex funktioniert. Und dadurch, dass wir so metadatengetrieben sind, konnten wir es halt eben auch erreichen, dass wir Applikationen, die vor 15 Jahren, ja 2004, mit der allerersten Version HTMLDB entwickelt wurden, die können wir heute noch importieren und die laufen auch noch. Ja, weil letzten Endes niemals Code generiert wurde, es wurden immer Metadaten generiert. Und die Metadaten werden halt jetzt von der
19er Engine ausgelesen und verarbeitet, aber es ist immer noch das gleiche Konzept. Also wirklich ein sehr robustes Konzept und das hat uns auch erlaubt, zum Beispiel bei Geschäftsdiagrammen, bei Charts, mittlerweile schon zweimal die Engine zu wechseln und ihre Applikationen laufen immer noch. Ja, deswegen, das ist so ein Merkmal von Application Express. Naja, hier nochmal die Architektur, ein paar Dinge habe ich eben schon angesprochen. Wir haben die Datenbank hier so mittig rechts. Die wird von einem Ort, das ist der Webserver, gefrontendet, wo der Browser drauf zugreift. Und wie ich schon sagte, alle Verarbeitung findet in der Datenbank statt. Und natürlich können wir über Database-Links auf andere Datenbanken zugreifen. Wir können Web-Services aufrufen, wir können REST-Services aufrufen. Letzten Endes die nötige Integration in eine IT-Landschaft, die ist mit APEX im Jahr 2019 natürlich genauso gegeben. Insbesondere was RESTful Services angeht und externe Datenquellen hat sich in APEX 18 und 19 unglaublich viel getan. Man kann es, wenn man es in einem Satz zusammenfasst, sagen, dass ein REST-Service in APEX so genutzt werden kann, als wäre es eine lokale Tabelle. Ja, auch das machen wir möglich, indem wir wieder mal Metadaten über einen RESTful Service speichern und damit letzten Endes dem Entwickler eine strukturierte Sicht auf den REST-Service, auf seine Attribute geben können. Und der Entwickler verwendet den, als ob es eine Tabelle wäre. Alles unten drunter, dass halt eben kein SQL, sondern ein HTTP-Request ausgeführt wird, das macht alles APEX mit der Engine unten drunter. Ja. Gut, ich habe eben schon erwähnt, APEX 19.2, neue Features. Ja. Ich habe noch gar nicht über die Features gesprochen, die APEX an sich schon bringt. Aber in 15 Minuten muss ich mich ein bisschen fokussieren. Und will wirklich, und ich will ja auch noch eine kleine Demo machen. Also fokussiere ich mich jetzt mal hier auf die neuen Features in 19.2. Ja, das, was ich gleich auch mal kurz zeigen werde, dass ihr mal einen Eindruck bekommen, was für Möglichkeiten Sie mit APEX haben. Das ist Faceted Search als wirklich sehr moderne Komponente, die wir mit APEX 19.2 jetzt einführen werden. Einfach um auch mal ein Gefühl dafür zu geben, was man erreichen kann, wenn man Applikationsdevelopment mit Metadaten basiert macht und eine Engine bereitstellt und sich überlegt, okay, was für Features können wir bereitstellen, wenn wir das mit Metadaten richtig abbilden. Wir haben den Bereich der Wertelisten, LOV, also Selectlisten, Radio Groups in einer Web-Applikation und Pop-up LOV massiv überarbeitet. Wir haben neue Formularelemente eingeführt. Es gibt jetzt einen Markdown-Editor, ein Star-Rating und das, was Sie so normalerweise an Formularelementen in der Web-Applikation erwarten, wie Textfield, Text-Area, Rich-Text-Editor, Select-Listen, Radio-Group, Checkbox, Date-Pickers, das ist alles in APEX schon seit mehreren Versionen enthalten. Ja, wir haben schon seit einiger Zeit das Universal Theme. Und das ist auch ein entscheidendes Merkmal für APEX, was ich gleich auch nochmal kurz zeigen werde. Und da wir jetzt das Jahr 2019 haben, Dark Mode ist hip. Und deswegen kriegen wir mit 19.2 auch einen Dark Mode für das Universal Theme. Und das Team Development stellt eine einfache Issue Tracking für kleine Entwicklungsteams bereit. Gut, und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, wie Faceted Search aussieht, dass Sie auch mal APEX live gesehen haben. Und ich habe mich jetzt hier mal in APEX eingewählt. Ja, ich bin jetzt hier in meinem Workspace. Ich vergrößere das mal ein bisschen, dass Sie es besser sehen können. Und wenn man sich in APEX anmeldet, dann kommen Sie im Workspace, in Ihrem APEX Workspace, Ihrer Entwicklungsumgebung auf diese Sicht hier. Und was ich jetzt mal tun werde, ich werde hier eine CSV-Datei und da sind so Angebote von Airbnb für San Francisco drin. Das können Sie übrigens aus dem Internet runterladen. Ja, das laden wir jetzt mal in APEX hinein. Ich gehe in den SQL oder, nee, machen wir noch einfacher. Wir erzeugen eine neue Applikation vom File, ja, laden das File nach APEX hoch. Ja, und dann braucht man natürlich eine Tabelle. Irgendwo muss das ja gespeichert werden. Ich gebe mal eine 1 dran, weil ich weiß nicht, ob ich eine solche Tabelle schon habe. Ja, und dann sagen wir mal Load Data. Ja, und jetzt lädt er halt eben diese knapp 8000 Rows da hinein. Wir haben also eine Tabelle jetzt erzeugt. Ich erzeuge eine Applikation auf Basis dieser Tabelle. Und dieses Create Application on File ist salopp gesagt, wir sagen so ein bisschen, hey APEX, zeig mal, was du kannst. Ja, und genau das tut APEX jetzt auch. Ja, wir kriegen also eine Applikation mit einer Homepage, einem netten Dashboard, ja, eine Suche, Faceted Search, das zeige ich gleich, ein einfacher Report und eine Kalenderansicht gibt es auch noch. Ja, und nochmal, das ist alles Metadaten. Das heißt, wenn ich jetzt auf Create Application klicke, fügt APEX in diese Tabellen, von denen ich vorhin sprach, Zeilen ein. Das heißt, das ist nichts, was man nicht mehr ändern könnte.
Ja? Ich kann später in jede der generierten Seiten reingehen, im Page Designer anpassen, ändern und die Applikation beliebig verändern, Teile löschen, erweitern, wie ich möchte. Es ist niemals Code generiert worden und diesen Point of No Return, den man von einem Code-Generator kennt, den gibt es hier nicht. Aber was erzähle ich Ihnen das als Formskunde? Ja? Melden wir uns an der generierten Applikation einfach mal an. Wir sehen die Homepage und schauen wir mal mit dem Dashboard. Und hier sieht man, dass Apex auch so ein bisschen die Daten schon analysiert hat. Ja, also er hat uns hier ein paar Charts generiert, die auch ganz gut zu der Tabelle passen. Ja, also hier die Preise, die Minimumnächte, die gefordert werden, ja, das Neighborhood und dann halt hier auch noch den Roomtype. Und das hier jetzt, die Search, das ist eine neue Komponente in Apex 19.2. Ja, die es Ihnen halt wirklich erlaubt, deklarativ, ohne dass Sie das alles programmieren müssen, diese typischen Search-Sites oder diese Overview, diese Seiten generiert, die Sie von Amazon oder anderen Shopping-Sites kennen. Ja. Das heißt, Sie können hier eine Neighborhood auswählen und hier achten Sie auf die Counts, die hier sind. Ja, und wenn ich jetzt also einen hier verändere, dann verändern sich die Counts hier passend zu den anderen Auswahlen. Man kann also wirklich hier richtig seine Auswahl immer weiter verfeinern. Ja. Und dann möchte ich hier nur die haben mit einer Minimumanzahl an Reviews. Und so verfeinert man sich das halt immer weiter. Naja, Chat Room will ich auch nicht. Private Room ist schöner. Und dann sage ich halt, naja, der Preis allerdings doch nicht mehr als 100. Na gut, hätte ich hier schon sehen können. Gibt's nicht. Also müssen wir das wieder wegmachen. Naja gut, dann nehmen wir die noch am günstigsten. Und Sie sehen, diese Komponente hier, das ist alles nicht programmiert. Ja? Also all diese Logik hier, dieses Ermitteln von Counts, ja, dieses automatische Refreshen, das übernimmt alles Apex. Apex hat Metadaten und in der Applikation ist lediglich definiert, wir haben einen Report und der Report wird kontrolliert von einer Facet-Region, wo halt eben die Search-Attribute drinstehen. Ja? Und das kann ich natürlich hier im Page-Designer alles verändern, wenn ich das möchte. Das ist alles deklarativ und wir denken schon, dass diese modernen Features, dass wir mit Apex Ihnen eben ermöglichen, solche modernen Features zu bauen, ohne dass wir halt viel programmieren müssen. Ja, alles deklarativ gespeichert. So, zurück zu den Folien. Noch ein paar abschließende Worte. Apex hat seit einigen Jahren eine recht große Kundenbasis, ja, weil es halt schon immer mit der Oracle-Datenbank dabei war, war die Hürde, Apex zu nutzen, relativ gering. Und wir arbeiten wirklich extrem gerne mit unseren Kunden zusammen. Das sind teilweise wirklich Kunden, die sehr enthusiastisch sind, die uns tolles Feedback geben und letzten Endes das dann auch. Und das fanden wir toll, wo Gartner nach Kunden-Reviews gefragt hat und wir über Twitter und das Forum unsere Kunden gebeten haben, hey, komm, zeig doch mal, was ihr, sagt doch mal Gartner, was ihr von Apex haltet. Und es haben wirklich eine ganze Menge Kunden das auch für uns getan. Und das finden wir wirklich großartig. Die Development-Community von Apex ist nicht nur groß, sie ist auch unglaublich lebhaft. Ja, es gibt eine Community-Website namens apex.world, die hat mit Development und Oracle überhaupt nichts zu tun, nur von der Community getrieben. Der Jürgen Schuster aus Deutschland hat da erheblichen Anteil dran. Und was soll ich sagen, tausende von Mitgliedern, ein Slack-Post, auf dem, ein Slack-Channel, auf dem sehr viel Aktivität ist, für Open-Source-Plugins, die bereitgestellt werden, eine sehr, sehr lebhafte und aktive Community. Naja, auch noch interessant, hier dieser Chart ist ja vorhin schon gezeigt worden, was für diesen Demo-Server Apex Oracle kommen, wo übrigens Sie sich gleich morgen oder gleich heute, wegen meiner auch sofort, einen Workspace kostenlos beantragen können. Den kriegen Sie innerhalb von einer Viertelstunde eingeräumt. Kostet nichts und da können Sie eben mal Apex ausprobieren. Und das Interessante hier ist, dass wir darauf 2.500 Workspaces pro Woche neu bekommen. Man muss der Fairness halber dazu sagen, genau die gleiche Anzahl fällt auch wieder weg, weil wir haben einen Purge-Prozess, der inaktive Workspaces löscht. Aber man kann grob sagen, dass das rollt sich durch, das wälzt sich um mit 2.500 neuen Workspaces im Schnitt pro Woche. Und daran sieht man doch schon, es ist eine enorme Aktivität da. Ja, Konferenzen gibt es auch. Die nächste wird natürlich die Doha-Konferenz im November sein mit sehr, sehr vielen Apex-Vorträgen. Aber es gibt halt eben auch eine Apex-spezifische Konferenz in Deutschland. Das ist die Apex Connect nächstes Jahr im Mai. Die wird in Brühl im Phantasialand sein. Also vielleicht ein ganz guter Termin, schon mal zum Vormerken. Apex Work in Rotterdam in den Niederlanden. Sehr starker englischsprachiger Fokus im März.
Alpe Adria, die wird in Slowenien sein, in Maribor, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wo die österreichischen Kollegen vielleicht interessant finden, hinzugehen im April. Auch eine Eintageskonferenz, unabhängig von jeder User-Group übrigens, sind Apex-Enthusiasten aus Österreich, Slowenien und Kroatien, die dieses Ding auf die Beine gestellt haben. Wie gesagt, völlig alleine, hochinteressant, ja, und zwischen 100 und 200 Teilnehmern letztes Jahr und im Jahr davor meine ich auch. Svejuk Apex, die wird erst im August sein, das ist also noch ein bisschen hin. Und Sie sehen, es ist doch relativ viel und eine relativ aktive Community. Naja, aus meiner Sicht noch, und das werden meine letzten Worte sein, worauf kommt es bei einer Apex-Applikation an? Wenn Sie sich jetzt sagen, naja, okay, schaue ich mir an, ich möchte mal Apex entwickeln, aber kann ich denn bei Apex-Entwicklung gut sein oder schlecht sein? Sie werden sehen, Sie haben mit Apex, egal was Sie tun, relativ schnell Erfolgserlebnisse, ja, weil Sie wirklich die Komponenten zusammenstellen können. Gibt aber dennoch ein paar Tipps, die ich Ihnen mitgeben möchte, insbesondere wenn Sie von einem Forms-Background kommen. Und mein erster Tipp wäre, nutzen Sie die Apex-Standard-Komponenten, wo Sie nur können. Ja, das heißt, man ist mit Apex relativ schnell versucht, vor allem wenn man Apex noch nicht so gut kennt und noch nicht alle Möglichkeiten kennt, dann ist man versucht, dass man mit eigenem PLS-Code irgendwas baut, was Apex schon mit einer Standardkomponente kann. Ja, versuchen Sie, das zu vermeiden. Ja, weil letzten Endes Standardkomponenten aktualisieren wir, da fixen wir Fehler. Ja, und letzten Endes mit einer Standardkomponente können Sie mit jedem Upgrade von der neuen Apex-Version profitieren. Und ganz nebenbei, der Code, den Sie selber nicht schreiben, den müssen Sie selber nicht auch warten und qualitätssichern. Ja. Lassen Sie sich auf die Web-Technologie ein. Ja, Apex ist eine Browser, eine Web-Applikation. Und in Apex versuche ich typischerweise nicht pixelgenau zu sein. Und ich zeige mal, was das bedeutet. Ja, hier haben wir also unser Menü, unser Faceted Search. Und mit Apex wollen Sie sowas gar nicht pixelgenau haben. Denn mit Apex gehen Sie davon aus, diese Seite wird auf unterschiedlichen Endgeräten angesehen. PC, iPad, iPhone. Und Apex, dieses Universal Theme, was Sie per Default in Ihrer Applikation haben, ist responsive. Das heißt, Sie kriegen aus dem Stand sowas hier. Ich schiebe das mal zusammen. Ja, zack, und schon war, und Sie sehen, zack, ist das Menü verschwunden. Ja? Und wenn ich das weiter zusammenschiebe, zack, sehen Sie, werden diese Facets auf einmal oberhalb des Reports angeordnet. Und das ist Responsive Design. Ja? Letzten Endes, und das zieht sich durch dieses gesamte Universal Theme durch, dass Sie halt eben wirklich die Seite, dass die sich halt eben an das Endgerät anpasst. Und in der Web-Technologie würde ich sehr empfehlen, lassen Sie sich darauf ein. Versuchen Sie nicht, eine etwaige vorhandene Formsmaske pixelgenau in Apex nachzubauen, sondern lassen Sie sich auf diese Responsiveness ein und schauen Sie, okay, wo kann denn diese Web-Technologie mir sogar einen Vorteil bringen in der Apex-Applikation? Wo können wir Sachen bereitstellen, die bisher durch eben die Forms-Technologie vielleicht gar nicht gingen? Ja? Gleiches, das ist eine Wiederholung vom ersten Punkt, Custom Code, wo nötig, ja, nur wo nötig bitte. Wenn Sie Custom Code machen, bitte in Packages in die Datenbank, nicht über in den Apex-Seiten verteilen. Kommt Ihnen bekannt vor, sind so typische Forms-Tipps, ne? Kennt man doch, ja, das gleiche gilt in Apex auch. Und ich sagte schon, Apex ist metadatengetrieben, alles wird in Tabellen gespeichert, ja, da gibt es Dictionary-Views dazu, es gibt eine View für Sie, Apex Applications. Apex Application Pages, Apex Application Page Regions und. Da stehen alle Ihre Informationen drin. Nutzen Sie dieses Dictionary, um zum Beispiel Ihre eigene Qualitätssicherung zu machen. Wenn Sie, und da gebe ich Ihnen nur ein Beispiel, Sie wollen wissen, wo habe ich Formularelemente ohne Hilfetexte? Typische Qualitätsaufgabe. Können Sie in Apex mit dem Dictionary rauskriegen. Ja? Select star from Apex Application Items, where help text is null. Und schon bekommen Sie eine Liste aller Ihre Items, wo Sie reingehen können. Ja, das ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug, was sich direkt daraus ableitet, dass Apex metadatengetrieben ist. Nutzen Sie das. Ja. Viele Dinge, denke ich, kommen Ihnen von Forms bekannt vor. Ja, und letzten Endes, es ist auch so, es sind die gleichen Ideen und Konzepte. Und damit möchte ich es auch bewenden sein lassen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und übergebe zurück an die Kollegen von BITS. Dankeschön. Ja, danke. Danke, Carsten. Gut, dass du so schnell sprechen kannst. Das war ja sehr viel Information, sehr komprimiert. Dankeschön an dieser Stelle. Ich würde jetzt an meinen Kollegen Christian übergeben wollen. Ja, super. Danke, Thorsten. Danke, Carsten.
für die Vorstellung von APEX. Ich würde jetzt ansetzen in unserem Modernisierungsprozess, um Ihnen als Forms-Kunden einfach mal zu zeigen, wie Sie von Forms denn überhaupt nach APEX kommen und wie unser Pitch-Weg denn ist, den wir eigentlich, egal ob von Forms nach APEX oder von Reports nach Jasper oder via Publisher, für alle unsere Projekte durchziehen. Und dieser Erfolgsweg, den wir verfolgen, basiert auf vier verschiedenen Phasen. Er fängt eigentlich immer mit der ersten Phase an, der Analyse. Und hier unterscheidet sich Pitscon gar nicht so sehr von APEX, denn auch Pitscon ist Dictionary-basiert. Wir nennen das Ganze Repository. Das heißt, mit den Metadaten, die wir im Pitscon-Repository haben, können wir erstmal im ersten Step abschätzen, wie groß wird denn so ein Migrationsprojekt. Das heißt, wie viel Aufwand muss ich überhaupt reinstecken, um von meiner Forms-Anwendung nach APEX zu kommen. Das ist eigentlich die häufigste Frage, die Kunden erstmal haben. Was kostet mich das Ganze? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Ist man über diesen Punkt hinweg, ja? Das heißt, man weiß, okay, wie lange das Projekt laufen wird, welche Aufwände auf einen hinzukommen, geht man in den ersten Step des Projekts. Das ist für uns die sogenannte Bereinigung, die aus mehreren Schritten besteht, die aber sehr wichtig ist, bevor man überhaupt eine Migration anfängt. Also wie Carsten gesagt hat, PLSQL-Code nicht in die APEX-Anwendung packen, sondern verschieben Sie in die Datenbank. Wenn Sie in Form schon sehr sauber programmiert haben, sollte das für Sie keine große Herausforderung sein. Aber wir finden doch sehr häufig Code in Forms, in den FMBs, der eigentlich in die Datenbank gehört, oder auch Code, der nicht mehr aufgerufen wird, der nicht mehr benötigt wird. Ja, das Ganze nennen wir Dead Code, das heißt Code, der irgendwie vielleicht vom Entwickler vor 15 Jahren mal geschrieben wurde. Er hat sehr viel Zeit damit verbracht, braucht ihn aber nicht mehr, hat ihn nur auskommentiert. Das heißt Dead Code-Bereinigung in der Preparation-Phase, alles wegschmeißen, was nicht mehr gebraucht wird. Das müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie einen Umzug haben, nehmen Sie auch nicht das aus dem Keller mit, was Sie nicht brauchen in Ihrer neuen Wohnung. Das heißt erstmal alles weg. Der nächste Schritt ist dann, die Business-Logik, die Sie in den FMBs haben, in die Datenbank zu verschieben, damit Sie die weiter nutzen können. Ja, weil dann müssen Sie sie nicht nochmal neu entwickeln, sondern alles, was Sie in PLSQL schon mal investiert haben, kann in der APEX-Anwendung weiter verwendet werden. Ist diese Preparation-Phase abgeschlossen, geht es dann in die eigentliche Migration. Hier geht es darum, die Anwendung passend zu schneiden. Ja, wir kennen ja riesengroße Forms-Anwendungen mit über tausenden von FMBs. Die würde man nicht in eine APEX-Anwendung packen, sondern da geht es darum, die passende Architektur zu finden. Wie teilt man das auf in einzelne APEX-Anwendungen, die auch wartbar sind, die untereinander interagieren? Das geschieht alles in der sogenannten Architekturphase. Manchmal bietet es sich an, dort auch noch Mockups zu generieren. Das heißt, unsere APEX Seite soll nicht so aussehen wie Formseite vorher, sondern vielleicht wollen wir schon ein paar Anpassungen. Auch da kann Pitscon unterstützen. Es wird auch nicht direkt 1:1 migriert, sondern der Konverter, den wir einsetzen, kann beliebig angepasst werden auf Ihre Bedürfnisse, auf Ihre Security-Wünsche, auf Ihre Templates. Wie soll die Anwendung aussehen? Sobald das dann eben alles eingestellt ist, kommt eigentlich nur ein Knopfdruck, den wir gleich live sehen werden. Und es wird aus einer Forms-Anwendung eine APEX-Anwendung generiert. Ist das geschehen, kommen wir in die dritte Phase, in das sogenannte Application Fine-Tuning. Da geht es dann nochmal einige Sachen nachzuarbeiten, das Design der Anwendung ein bisschen anzupassen, neue Features zu implementieren, die es vorher in Forms nicht gab. Das heißt, man will ja dem Benutzer auch einen Mehrwert liefern, lässt Change-Requests mit einfließen. Und da braucht man wirklich erfahrene APEX-Entwickler, die sich damit auseinandersetzen und dann eben das sogenannte Feintuning, das Zusammenbauen der APEX-Applikation, Redesign machen. Ist dieses geschehen, haben wir eine fertige APEX-Anwendung und gehen in den vierten Schritt, das sogenannte Rollout. Das heißt, von der Entwicklungsumgebung geht es dann in die Testumgebung. Man lässt die User drauf, guckt, okay, wie verhält sich die ganze Anwendung? Kommen die User damit klar? Entspricht es den Anforderungen, die sie gehabt hatten an die Forms-Anwendung? Passt das jetzt auch zu APEX? Und auch da bieten wir verschiedene Unterstützung, wie zum Beispiel einen Vollständigkeitstest, ob alles wirklich getestet wurde. Denn wir kennen es ja alle, Tester sind häufig sehr faul. Sie machen nur speziell, wenn Entwickler testen, sie testen das, was sie kennen. Aber es gibt sicherlich noch oben rechts in der Ecke einen Button, wo keiner mehr weiß, was der gemacht hat. Aber auch dieser muss getestet werden. Und auch da gibt es eine Unterstützung
von Blitzcon aus, um das abzudecken. Dieses setzen wir natürlich auch in unseren Projekten ein. Ist dann eben das Rollout geschehen, die Tests alle durchgefahren, geht man in Produktion, bindet dann eben die neuen APEX-Anwendungen an bestehende Systeme an, vielleicht noch an andere vorhandene Formsysteme, an Drucksysteme, die im Unternehmen vorhanden sind und schließt das Ganze dann ab. Und diesen Prozess, wie gesagt, fahren wir für alle unsere Modernisierungsprojekte. Okay, Christian. Soweit die Theorie, aber wie können wir uns das dann in der Praxis vorstellen? Kannst du uns da mal ein bisschen jetzt noch ein bisschen einführen und uns mal zeigen, wie das dann wirklich funktioniert? Ja klar, gerne. Da haben wir ein paar kleine Videos vorbereitet, die wir gleich abspielen werden. Einmal hier als Ausgangslage haben wir gerade die alte Forms-Maske gesehen, die zu einer Adressverwaltung gehörte, die ja, okay, jetzt nicht die hübscheste war, aber ihren Zweck erfüllt hat. Und genau diese haben wir nach APEX migriert. Und jetzt würden wir kurz Ihnen vorführen, was die einzelnen Schritte sind von der Preparation über die Migration bis zum Feintuning. Genau. Hier sehen wir das erste Video, wo es darum geht, erstmal, wir haben gesagt, Blitzcon ist Repository-basiert. Das heißt, wir schnappen uns die FMB, die wir migrieren wollen, laden die in Blitzcon. Die heißt bei uns Forms to Apex als Beispiel für das Webinar. Öffnen den Dialog, laden die Datei. Das heißt, sie wird vom Filesystem in Blitzcon kopiert. Dies kann man manuell machen. Es gibt aber auch eine SVN- und Git-Anbindung. Das heißt, sobald Sie ein SVN einchecken oder ein Git einchecken, wird Blitzcon auch automatisiert aktualisiert. Der nächste Prozess, nachdem man die Datei in Blitzcon geladen hat, ist das sogenannte Parse. In diesem Schritt werden alle Metadaten der FMB auseinandergenommen und auf das Blitzcon Repository verteilt. Das heißt, in diesem Schritt wird analysiert, welche Objekte gibt es in der FMB, welche Program Units gibt es drin, welche Items, welche Calls gibt es drin, also welche SQL-Statements, welche Delete-Statements, also wirklich aufs Kleinste zerlegt, um diese Metadaten zu haben, um daraus dann später einmal die Abschätzung zu gewinnen, wie groß wird der Migrationsaufwand und auch die Bereinigungsphase durchführen zu können. Nachdem das Ladenparsen abgeschlossen ist, geht es in den nächsten Schritt. Das ist das sogenannte Deadcode-Bereinigen, was ich erwähnt habe. Okay, wir sehen, dass wir nichts sehen. Dann erzähle ich Ihnen, was da passiert. Wir gucken, analysieren die FMB selber, gucken drin, okay, welche Program Units, welche Items werden in der FMB nicht mehr benötigt und schmeißen diese dann raus aus der FMB, um sie nicht mit nach APEX zu migrieren. Ja, weil, wie gesagt, ich nehme es nicht mit in die neue Welt, es wird nicht mehr benötigt in der alten Welt. Sobald dieses geschehen ist, vielleicht Hubert, brechen wir hier, machen wir das Video kurz zu. Okay, solange wir die Videos wechseln. Carsten, ein Lob an euch als APEX-Entwickler. Ihr baut deutlich stabilere Versionen als Apple von seiner Software oder als Zoom. Also das Zusammenspiel zwischen Zoom und Apple hat sich deutlich verschlechtert mit der neuen Version. Okay. Ah, jetzt sehen wir auch das Deadcode-Video. Alles klar? Okay, dann kommen wir noch einen Schritt zurück. Einmal Play. Wir gehen auf die Unused Objects-Analyse. Geparst haben wir eben schon. Es kommt der Hinweis, dass wir zwar nochmal parsen sollen, aber unser einzelne FMB, die wir für das Webinar vorbereitet haben, wurde eben schon geparst. Diese FMB heißt Forms to Apex. Wir wählen sie aus, klicken einmal auf den Button Unused Objects und sehen dann rechts in der Baumstruktur, dass in dieser FMB zwei Objekte sind, einmal X-Message als Program Unit und die nicht benutzt wird. Schauen uns einmal den Code davon an. Ja, das heißt, das ist eine Prozedur, die in der FMB vorhanden ist und es gibt noch einen Block mit Adressen zählen. Das hatten wir als Unused Code
gefunden, nur um Ihnen zu zeigen, dass wir Ihnen nichts Falsches erzählen. Wenn wir die FMB darauf prüfen, sehen wir, dass X-Message genau einmal vorhanden ist in der FMB als Prozedur, aber ohne Aufruf. Das heißt, sie wurde mal geschrieben, aber wird nicht mehr benutzt. Macht keinen Sinn, die nach APEX zu übernehmen. Genauso Adressen zählen gibt es auch als Item einmal drin, aber auch ohne Verwendung, wenn wir es in der FMB suchen. Das heißt, hier garantieren wir hundertprozentige Sicherheit, dass wir wirklich nur das als Deadcode identifizieren, was wirklich nicht verwendet wird, um nichts Falsches wegzuschmeißen. Haben wir diesen Deadcode identifiziert, geht es weiter mit dem sogenannten Poolbilden. Das heißt, man macht es nicht manuell, das Entfernen des Deadcodes aus der FMB, sondern wir suchen uns einmal zusammen, welchen Deadcode gibt es in allen FMBs und bauen damit einen sogenannten Pool, um diesen Pool mit dem Deadcode zu befüllen. Nennen den hier Forms to Apex oder Unused Objects. Speichern das Ganze. Fügen dort die zwei Objekte hinzu, die wir als Deadcode identifiziert haben. Wie gesagt, Adressen zählen als Item und die Programming Unit X-Message und schmeißen diesen Deadcode aus der Forms heraus, weil wir den ja nicht mitmigrieren wollen. Für alle, die sich mit Pitscom ein bisschen auskennen, dieses Poolbilden gruppiert einfach Objekte zusammen. Das heißt, jetzt gehen wir hin, arbeiten nur an diesem einen Forms-Modul, welches die zwei Objekte Messereaktion und X-Message hat und gehen auf Delete Objects. Und in diesem Schritt werden die Objekte dann entfernt. Wenn Sie sich vorstellen, das müssen Sie für Ihre 1000 FMBs manuell machen. Erstmal identifizieren, welcher Code nicht benutzt wird, dann den Code entfernen. Da können Sie sich durchaus vorstellen, dass das doch mehrere Monate dauern würde und mit Pitscom können Sie das Ganze automatisiert ermitteln. Warning ins Pool, entfernen des Deadcodes. Und nachdem dieser Schritt erledigt ist, kommen wir zum nächsten Schritt. Das ist das sogenannte Business Logic in die Datenbank verschieben, was wir im Preparation-Prozess hatten. Da geht es darum, Program Units. Wir müssen nochmal neu parsen, weil wir natürlich den Deadcode rausgeschmissen haben aus unserer FMB. Da geht es darum, wirklich Program Units oder Statements wie Select Statements, Delete Statements, Update Statements, die in der FMB vorhanden sind, die in die Datenbank zu verschieben. Weil die kann ich natürlich dann weiter für meine APEX-Anwendung verwenden. Hier schauen wir uns einmal den Code an. Ja, das heißt, da gibt es ein Statement, was wir in eine Package reinpacken können, die Calculate Object, also Forms to APEX. Und wenn wir uns die dann anschauen, sehen wir, dass Pitscom uns eine Package generiert, einen Package-Header, wo wir genau den Aufruf der Prozedur jetzt haben, die Insert hieß, die Eingabeparameter erhält. Und wenn wir uns den Body davon anschauen, sehen wir auch, dass der ganze Code, der vorher in der FMB drin war, jetzt in einer Package ist, die in die Datenbank verschoben werden kann und dann in APEX wieder benutzt werden kann. Dadurch wäre die Preparation fertig. Ja, das heißt, wir haben unser Modul bereinigt, die Business-Logik in die Datenbank verschoben. Das war jetzt nur ein Beispiel für ein Objekt, was wir verschoben haben. Wenn wir jetzt die Forms to Apex Prepared nehmen, da haben wir die komplette Business-Logik verschoben, können wir die jetzt migrieren. Da gibt es den Forms to Apex Assistant. Da wählt man die FMB aus, klickt auf Generate. Das dauert ein kleines bisschen. Und nämlich in dem Fall wird jetzt aus den Metadaten der Forms-Anwendung oder FMB APEX eine APEX-Anwendung erstellt und diese Metadaten werden wiederum ins Pitscom-Repository geschrieben. In diesem Schritt wird eine sogenannte Log-Datei erstellt, wo drin steht, was alles migriert werden muss, konnte, was nachbearbeitet werden muss
Und für alle, die auch Jira im Einsatz haben bei sich, es werden auch Jira-Tickets angelegt auf Wunsch, sodass sie für ihr Projekt, für die Entwickler einzelne Arbeitstasks haben, die sie einfach abarbeiten müssen, nachdem die eigentliche Migration gelaufen ist für das Feintuning. Das heißt, der Entwickler kriegt die Jira-Tasks vor sich gelegt und muss diese dann nur abarbeiten. Hier sehen wir nochmal, welche Objekte alle generiert wurden. Ja, das heißt, welche Apex-Seiten erstellt wurden. Und können das jetzt als Apex-Anwendung exportieren, indem wir einfach auf Save klicken und das Ganze dann speichern. Es wird nativer Apex-Code erstellt, das heißt, die Datei sieht genauso aus, als ob sie eine Apex-Anwendung aus Apex exportieren würde. Der nächste Schritt ist dann das sogenannte, das Importieren in Apex. Das heißt, sie schnappen sich die generierte Apex-SQL-Datei, laden sie in ihr Apex Workspace. Für Apex-Entwickler nichts Neues. Import, Datei auswählen, gegen welches Schema. Installieren kurz die Applikation. Die entschied innerhalb von Sekunden und können die Anwendung ausführen. Typische Apex-Login-Maske. Einmal mit Benutzernamen kennen und anmelden und sehen hier auch nochmal das Apex-Log, wo in der Apex-Anwendung nochmal drinsteht, welche Objekte generiert wurden, welche angepasst werden müssen, welche nicht konvertiert wurden, weil es die in Apex nicht mehr gibt. Sowas wie Graphics zum Beispiel gab es in Forms, gibt es in Apex nicht mehr. Und der letzte Karteireiter zeigt nochmal die Warnings an und da sieht man ganz schön, dass es in der ursprünglichen Forms-Anwendung Objekte gab, die kein Primary Key hatten. Das sind jetzt so typische Kandidaten, die ich nacharbeiten muss. Weil wenn ich in Apex sowas wie Tabellen habe, Interactive Grids, Interactive Reports, brauche ich immer einen Primary Key. Den muss ich einmal nachbearbeiten, das heißt, ich gehe unter Edit Application, suche mir die passende Seite aus und stelle dort an der passenden Spalte die ID an. Das ist, wie gesagt, jetzt das sogenannte Feintuning, was der Entwickler machen muss. Primary Key einstellen, laufen lassen und wir sehen, im Endeffekt haben wir eine Apex-Maske, Seite-Anwendung mit Master-Detail-Detail, so wie früher in Forms, wo ich navigieren kann, wo ich die Datensätze ändern kann, anzeigen, löschen kann. Hab's soweit fertig. Am Ende tunet man das Ganze so weit, dass sie den Kundenanforderungen entspricht. Hier haben wir nochmal ein Beispiel von unserem Kunden Tichema, wie die Anwendung am Ende aussieht. So viel vom Beispiel. Okay, Christian. Erstmal vielen Dank, das ist sehr beeindruckend an der Stelle. Kannst du vielleicht uns jetzt nochmal aus den Projekten berichten, was den Kunden besonders wichtig war für die Migration und für die Zielerreichung? Kannst du da mal nochmal ein bisschen drüber sprechen? Ja klar, da haben wir natürlich auch mit den Kunden gesprochen. Hier sehen wir nochmal die fertige Anwendung. Gehen wir eine Folie weiter. Da haben wir natürlich verschiedene Sichten. Was war den Kunden am wichtigsten, wenn wir uns mal anschauen? Die erste Frage, die immer kommt, ist, wie groß ist der Aufwand für ein Projekt und wie hoch sind die Kosten? Durch unsere Analyse, dadurch, dass wir eben metadatengetrieben arbeiten, können wir da exakte Aussagen machen. Beispiel vom Kunden Dichema hatten wir in der Anwendung mit roundabout 180.000 Zeilen Code. Wenn man jetzt so einen Richtwert für einen Entwickler nimmt, der auf Lines of Code, die er pro Tag schreiben kann, wenn man bei Wikipedia oder in anderen Artikeln nachschaut, nimmt man da durchaus die Zahl 100, wäre man bei einer Migrationsdurchlauf von circa 9 Jahren. Gehen wir jetzt mit Pitscon heran, kommen wir da auf circa 6 Jahre runter ohne Bereinigung. Und jetzt sehen wir mal, wie viel Potenzial in der Bereinigung drin steckt. Wenn man nämlich noch die Preparation-Phase machen, sind wir unter 3 Jahren. Was natürlich sehr beeindruckende Zahlen sind, weil wir fast 70% Ersparnis haben durch den Einsatz von Pitscon. Das andere, was unseren Kunden wichtig ist, was wir immer wieder feststellen, dass wir Projekte nach Maß abliefern. Und zwar abhängig vom Know-how und dem Team, das der Kunde vor Ort hat. Das heißt, wir committen uns manchmal zur Komplettumsetzung. Wenn der Kunde gar keine Entwickler vor Ort hat, stehen wir zu unseren Zahlen, die wir in der Analyse ermitteln und setzen das Projekt komplett um.
Wir arbeiten auch mit dem Kunden zusammen, migrieren einzelne Teilcluster. Das passiert häufig, wenn der Kunde später selber Apex entwickeln will und sein Team fit machen will, dass die das dann eben warten und supporten können. Wir hatten aber auch schon Projekte, wo wir einfach nur die Preparation und Migration gemacht haben. Und der Kunde hatte seine eigenen Apex-Entwickler-Experten, die dann das Feintuning gemacht haben. Also auch sowas geht. Oder häufig auch angefragt, Learning by Doing nenne ich das Ganze, Mentoring. Wir sitzen mit dem Kunden zusammen und zeigen ihm, wie er mit Pizcon arbeiten kann, wie er mit Apex arbeiten kann. Also ein begleitender Prozess. Das waren ja eher so, sagen genau, wir mal. Okay, das ist sicherlich wichtig und auch interessant für Projektleiter und Manager, würde ich mal sagen. Aber wie sehen denn dann die technischen Anforderungen des Kunden aus? Was ist da wichtig hervorzuheben, vielleicht aus der technischen Sicht? Ja, gerne. Greifen wir auch mal auf. Was wir mal feststellen, die Kunden wollen natürlich, sie hören immer neue Technologien, die sie auch bei sich einsetzen wollen, natürlich immer State-of-the-Art-Technologien. Und ich glaube, da spielen wir auch mit. Also wir setzen auf Apex. Da committen wir uns zu, was auch von Oracle sehr stark gefördert, gepusht und entwickelt wird. Das ist unsere Technologie. Wir haben eine Jira-Anbindung, die wir gemerkt haben, das ist das System für Bug-Tracking, für Projektabläufe beim Kunden, was am häufigsten eingesetzt wird. Wir haben eine Git- und SVN-Anbindung für Pizcon, um automatisiert Sourcen reinladen und ausladen zu können. Und etwas, was wir häufig in der Kundenkommunikation einsetzen, Carsten hat es auch schon für das Apex-Team genannt Slack. Ja, das heißt Kommunikation sehr schnell im Kundenverkehr über Slack, über kleine Videokonferenzen, Text-Messages, da in dem Bereich. Und was jetzt neu ist, oder was das neu seit einem halben Jahr fahren wir diese Schiene, ist Pizcon in der Oracle Cloud, weil wir einfach festgestellt haben, dass es für beide Seiten sehr viele Vorteile bietet. Einmal ist die Oracle Cloud eine sehr performante Umgebung, also wir waren wirklich beeindruckt von unseren ersten Kundenprojekten dort drin, die wirklich ready ist vom ersten Tag. Man setzt auf, installiert Pizcon, hat Apex mit in der Datenbank und kann loslegen und hat für den Kunden den charmanten Vorteil, dass er keine eigene Infrastruktur mehr haben muss für Pizcon, für das Migrationsprojekt, was dadurch natürlich die Kosten senkt und man auch Pizcon-Lizenzen, sagen wir mal, auch nur für den Projekteinsatz braucht und nicht mehr darüber hinaus. Das sind so die Punkte, die wir aus unseren Kundenprojekten von unseren Kunden erfahren haben. Okay, Christian. Ja, danke schön. Danke Carsten für das tolle Update zu Apex und danke Christian für die beeindruckende Demo. Ich würde dann den Bildschirm wieder übernehmen und die Moderation weiterführen wollen. Gerne. So, nun würden wir noch ganz gerne mit der dritten Umfrage von Ihnen erfahren. Wir haben ja zuletzt, hatten wir von Christian dargestellt bekommen, was unseren Kunden in den Migrationsprojekten sehr wichtig war. Nun würden wir gerne von Ihnen nochmal erfahren, was wäre denn aus Ihrer Sicht in solchen Migrationsprojekten die wichtigsten Aspekte? Wir haben ja Auswahlmöglichkeiten, Sie dürfen bis maximal 2 Punkte durchaus auswählen. Und da würden wir Sie jetzt bitten, wenn ich die Abfrage 3 freigebe, um die Abstimmung durchzuführen. Was ist für Sie bei einem Migrationsprojekt am wichtigsten? Wäre die Frage, bitte mit maximal 2 Möglichkeiten antworten. Schnelligkeit, Projekt- und Aufwandsüberblick von Anfang an, geringe interne Ressourcenbindung oder externe Ressourcenbindung und Einhaltung der Zielerreichung sowie Zeit- und Kostenersparnis. Oder vielleicht hohe Qualität und Wartbarkeit der neuen Anwendung. Ja, stimmen Sie ruhig ab. Ihre Meinung und interessiert uns da schon. Ich würde Ihnen noch einen Moment Zeit geben, bevor ich dann den Raum wieder schließe, die Umfrage beende und auch das Ergebnis uns anzeigen möchte. Ja, tut sie noch ein bisschen was, aber ich denke,
An dieser Stelle würde ich die Umfrage mal beenden und die Resultate dazu freigeben. Und wir sehen hohe Qualität und Wartbarkeit ist sicherlich der neuen Anwendung ein wichtiger Aspekt. Das andere ist Projekt- und Aufwandsüberblick von Anfang an zu haben, sind Punkte, die sicherlich sehr wichtig sind und die Einhaltung der Zielerreichung sowie Zielzeit- und Kostenersparnis. Sehr interessante Aspekte, die wir sicherlich aufnehmen können. An dieser Stelle vielleicht würde ich Sie noch auffordern, für die Q&A-Session, auch wenn wir jetzt gleichzeitig schon ein bisschen rauslaufen, vielleicht Ihre Fragen schon mal einzustellen. Ich würde die Umfrage an dieser Stelle jetzt erstmal beenden und Ihnen, bevor wir zu den Q&A-Slots kommen, dann noch Ihnen unser Angebot von Service und Lösungen rund um die Migration von Oracle Forms nach APEX nahelegen in einem kurzen Abriss. Wir haben da den APEX Migration Live Experience. Der lässt Sie live erleben, was Sie in der gewünschten Technologie erwartet. Der Workshop enthält die toolgestützte Migration mit dem Forms Replacer Kit. Mit einer ersten Analyse Ihrer Forms erhalten Sie dann somit auch eine Übersicht und eine erste Planungsmöglichkeit für Ihr Migrationsprojekt. Also ein sehr günstiger Einstieg, sehr schmal, mit dem wir zu Ihnen ins Haus kommen. Das andere ist dann ein Assessment, welches wir Ihnen anbieten wollen. Dort erstellen wir dann gemeinsam mit Ihrem Technologieteam eine umfassende Analyse Ihrer Oracle Forms Anwendung und wickeln dann mit Ihnen zusammen einen detaillierten APEX-Migrationsplan. Dann, nicht zuletzt auch genannt, natürlich unsere Solution APEX-Migration als solches. Innerhalb dieser bieten wir Ihnen abgestimmt und kundenindividuelle Service, nämlich ein Team, Tooling und Experten-Support, um Ihre Migration nach APEX zu einem Erfolg zu führen. Und basierend auf den Assessment-Ergebnissen beginnen wir mit einem definierten Cluster. So ist die Vorgehensweise. Führen Sie durch den Prozess und ermöglichen somit Ihrem Team mit Schulungen und Wissenstransfer ein erfolgreiches Projekt. Wichtiger Punkt ist das PITS Forms Replacer Kit, welches halt bereits erfolgreich in der Praxis auch bewährt ist. Dieses eigenentwickelte Tool von PITS ist speziell für die teilautomatisierte Migration von Oracle Forms nach APEX konzipiert worden. Und unter Einsatz des Tools lassen sich ja bis zu 70% Projekteinsparungspotenzial für Migrationsprojekte erzielen, wie uns heute Christian bereits auch schon ein bisschen nahegelegt hat. Ja, was dann noch ganz neu ist, was wir Ihnen auch heute anbieten und sehr exklusiv. Bisher haben wir unseren Kunden überwiegend den Tool-Einsatz für das Forms Replacer Kit als On-Premises-Lösung empfohlen und angeboten. Ab sofort können unsere Interessenten aber den PITS Cloud Service über einen leistungsfähigen und skalierbaren Service einer Oracle Cloud Infrastruktur sich nutzbar machen. Das ist eben neu und wir möchten Ihnen heute und ausschließlich für die Teilnehmer dieses Seminars anbieten, Ihnen eine für Sie kostenfrei geführte Testmigration mit eigenen Sourcen zu erleben. Das ist eigentlich sehr spannend. Hierzu erhalten Sie direkt nach unserem Webinar eine E-Mail mit der Möglichkeit, sich für diesen Test bei uns zu registrieren. Der Zugang ist dann mit Zustellung der E-Mail für die nächsten 48 Stunden für Sie offen. Sie registrieren sich dort und wir würden dann auf Sie entsprechend zukommen und mit Ihnen in die Abstimmung gehen, Bereitstellung Ihrer Sourcen. Sollten Sie weitere Fragen zum Ablauf haben zu diesem Test, können Sie uns auch über die zugestellte E-Mail noch eine Nachricht hinterlassen, sodass wir entsprechend Ihre Fragen, die Sie in dem Zusammenhang haben, dann auch gerne beantworten. Nehmen Sie die Chance wahr, heute exklusiv eben für die Teilnehmer des Webinars. In den nächsten 48 Stunden sollten Sie sich dann über unsere Landingpage als Webinar-Special für Sie kostenfrei, unverbindlich eine Möglichkeit, diesen Cloud-Service, unser Toolset, geführt mit uns zusammen in eine kleine Testmigration halt auch führen. So, die Zeit ist also natürlich schon mal ein bisschen weiter fortgeschritten. Wir möchten dennoch noch, sag ich mal, die mit Ihnen gestellten Fragen im Chat zur Beantwortung gehen. Und wir würden sicherlich auch im Nachgang des Webinars die Fragen und Antworten auch noch schriftlich zur Verfügung stellen. So beginnen wir mal mit den ersten Fragen. Sofern Fragen eingestellt worden sind, würde ich mal schauen, welche Fragen wir entsprechend, sage ich mal, vorstellen wollen. Vielleicht eine Frage an
Chris, nee, ich würde mal sagen, das ist eher eine Frage an Carsten. Bleibt Apex kostenlos, wird hier gefragt. Da würde ich dich ganz gerne vielleicht mal fragen, gibt es da vom Hersteller Oracle Aussagen, vielleicht auch belastbare Aussagen? Wir haben ja erfahren, dass bisher in der Historie das Produkt von HTMLDB sich entwickelt hat zu einer sehr leistungsfähigen, zu einem leistungsfähigen Toolset. Heute mit Auslieferung der Datenbank, damit dann für Datenbankanwender kostenfrei. Kannst du da was sagen? Na gut, eine Garantie für sowas kann natürlich nur Larry persönlich abgeben, aber man kann schon ein paar grundsätzliche Dinge zu dem Thema sagen. Letzten Endes, Apex ist seit 2004 als HTML-DB auf dem Markt. Das sind mittlerweile 15 Jahre, wo es offizieller Bestandteil der Oracle-Datenbank ist. Es gab davor schon eine inoffizielle Zeit von 3 oder 4 Jahren. Man kann also letzten Endes mittlerweile von einem Produktalter von 18 Jahren reden. Und letzten Endes, es war immer Bestandteil aller Datenbankeditionen. Letzten Endes, wir wissen, wir haben eine riesige Install-Base und wir wissen auch, dass Apex derzeit viele Kunden auch dazu bringt, sich intensiver mit der Oracle-Datenbank auseinanderzusetzen und eben weniger mit anderen. Also letzten Endes, wir wissen um die Vorteile, die es hat, dass Apex eben Bestandteil aller Datenbankeditionen ist. Es gibt keinerlei Pläne, derzeit und in naher Zukunft Apex kostenpflichtig zu machen. Ich würde sogar von meiner Warte aus sagen, Oracle wäre sehr schlecht beraten, das zu tun. Und ich denke auch, das ist im Management in den USA durchaus bekannt. Ja, letzten Endes, Apex wurde kürzlich auf dem Autonomous Cloud Service freigegeben. Ja, das ist der neue, wie sagt man, Flagship Cloud Service von Oracle, ja, die Autonomous Database Cloud. Und seit Juni ist Apex Bestandteil dieses Service. Und das wird auch sehr deutlich herausgestellt. Das treiben wir auch im Marketing sehr deutlich voran letzten Endes. Also, dass Apex ein Teil der Datenbank ist, den man wirklich aus dem Stand nutzen kann, der eine Menge Value bringt, das ist jedem bei Oracle bewusst. Wie gesagt, von meiner Seite kann ich sagen, mir sind keinerlei kurzfristigen Pläne dazu bekannt. Ich denke auch nicht, dass es in den, dass es kurz-, mittel- und langfristig passieren wird. Ich denke, jawohl, es wird so bleiben. Ja, Garantie mit Stempel kann ich keiner abgeben. Diese Entscheidungen trifft letztendlich bei Oracle Larry selber. Aber letzten Endes, das ist so der Stand der Dinge. Ja. Gut, das hört sich erstmal gut an für die Anwender, denke ich mal. Ich denke, wir haben auch schon eine lange Historie dieses Produktes. Also von daher würden wir uns natürlich auch freuen, als Anwender, als Systempartner, die Kunden betreuen im Apex-Bereich, da natürlich dran zu partizipieren. Das ist sicherlich erstrebenswert. Ich habe hier zwei Fragen, die würde ich vielleicht clustern, weil sie sicherlich ähnlich gelagert sind. Das wäre eine, wären zwei Fragen an den Christian. Die eine Frage zielt darauf ab, wie lange dauert typischerweise ein Migrationsprojekt, wird hier gefragt. Und es gibt eine Frage, wie geht man am besten in einem Migrationsprojekt vor? Ich denke, das sind vielleicht auch zwei Fragen, die man zusammen beantworten kann. Christian, würdest du vielleicht da nochmal Stellung zu nehmen? Ja, gerne. Also, wie lange dauert ein Migrationsprojekt? Ich glaube, da bräuchte man eine Glaskugel für oder Pizcon, weil ich glaube, das machen wir sehr klar mit unserer Analyse. Ne? Also, wenn wir von einer kleinen Anwendung mit 10 FMBs sprechen, dauert natürlich ein Projekt kürzer, als wenn wir eine Anwendung mit 1000 FMBs haben. Aber wie gesagt, das ist immer abhängig von der Kundenanwendung, vom Kunden, wie viele Mitarbeiter der Kunde von sich aus bereitstellt, wie viele Mitarbeiter von uns im Projekt drin sind. Also wenn Sie da mehr zu erfahren wollen, einfach die Analyse mit uns zusammen machen, Ihre Anwendung uns zur Verfügung stellen und dann können wir drüber reden und vielleicht einen passenden Projektplan für Sie aufzeichnen. Okay, ich musste mich wieder einschalten. Ich war ausgeschaltet. Ich meine, die Frage kann man auch beantworten, wie geht man am besten in einem Migrationsprojekt vor? Wir haben es eben auch mit unseren Services dargestellt. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, in den Einstieg zu finden. In einem Hands-on-Workshop mit Machbarkeitsstudie wäre etwas. Ein Assessment ist natürlich eine Sache, um dort, sage ich mal, in dem ersten Schritt ein Gesamtprojekt fassen zu können, planen zu können und auch budgetieren zu können, ist ein wichtiger Punkt eben an der Stelle. Und wir können über unseren Repository-basierten Ansatz bei PITS sicherlich dort eine Qualität an Aussagen, an Zahlen, an Kennzahlen, an Metriken bringen, um ein solches vielleicht mächtiges Projekt vernünftig aufzuteilen und auch in eine perspektivische Planung zu bringen. Ja, das kann man vielleicht noch ergänzend dazu sagen.
Okay. Wir haben noch eine Frage. Wenn Apex der potenzielle Nachfolger von Oracle Forms ist, was wäre das Äquivalent zu Oracle Reports? Wer möchte da antworten? Vielleicht Carsten nochmal? Aus deiner Sicht? Ja, letzten Endes meines Wissens Oracle Reports. Letzten Endes ist, denke ich mal, Apex ist eine alternative Technologie zu Oracle Forms. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, das als Ersatz zu bezeichnen, weil ich glaube, da hätten ein paar Kollegen bei Oracle was dagegen. Das muss ich vorausschicken. Letzten Endes für Oracle Reports, das ist ein Bereich, wo ich ehrlich gestehen muss, nicht meine Area of Expertise, wie man so schön sagt, aber da ist am ehesten sind wir in den Bereichen BI Publisher und BI Suite, wo diese Dinge abgedeckt werden. Teilweise gibt es sicherlich Kunden, die auch mit Apex eine Reports-Ablösung gemacht haben. Aber was ich da so gesehen habe, wenn ich mich mit Kunden über das Reports-Thema unterhalten habe, da konnte ich ehrlich gesagt keine klare Alternative feststellen, wo ich wirklich sagen würde, jawohl, also die Kunden machen alle das und das und das. Da gibt es manche, die das mit Apex abgelöst haben, manche sind auf die Oracle BI-Produkte gegangen und wieder andere haben was anderes gemacht. Aber ich glaube, das ist das typische Bild, was wir auch feststellen, also das ist dann eben manche einfach komplett mit Apex umgesetzt werden, manche auf den BI Publisher gehen, wie iSuite oder auch was AOP vielleicht oder Jasper. Also das ist doch sehr gemischt bei den Kunden. Okay. Ich habe gesehen, im öffentlichen Chat ist eben nach Referenzprojekten im öffentlichen Dienst gefragt worden. Wie ist der Einsatz von Apex bei Bundesbehörden? Der Carsten hat da auch schriftlich schon geantwortet, was das betrifft. An der Stelle eine weitere Frage, die im öffentlichen Chat eingetroffen ist. Was ist mit Umschulung von Forms auf Apex? Gibt es interessante Angebote von Oracle oder Pits? Ich meine, kompakt und intensiv. Ja, da würde ich sagen, es gibt ein sehr gutes Angebot von Pits. Wir verstehen sowohl den Forms-Entwickler als auch Apex-Entwickler. Das heißt, wir sind imstande, auch sehr gut Forms-Entwickler in eine Umschulung zu Apex zu bringen an der Stelle. Darüber hinaus haben wir eine Reihe von Apex-Workshops sehr praxisnah aufgestellt mit verschiedenen Kunden. Heißt eben, dass wir versuchen, innerhalb eines ersten Workshops auch produktiv kleine Projekte, die produktiv dann einsetzbar sind bei Ihnen, sage ich mal, auch herzustellen innerhalb eines Workshops. Das heißt eben brauchbar aus einem Workshop etwas mitzunehmen, was am Ende dann auch noch eingesetzt werden kann. Ja, vielleicht dazu. Okay. Gibt es noch weitere Fragen im öffentlichen Chat? Sonst hätte ich hier noch eine Frage, vielleicht nochmal dann an den Carsten. Was halten Sie von einer toolbasierten Migration nach Apex und was müssten diese mit sich bringen? Ich würde diese Frage gerne vielleicht nochmal direkt auch an Carsten richten. Es ist natürlich klar, wenn der Christian das jetzt beantwortet, wäre das sehr eingefärbt, aber aus Sicht des Hersteller Orakels, vielleicht da nochmal vielleicht ein paar Punkte. Nun ja, letzten Endes, ich denke schon, das, was der Christian vorhin auch gesagt hat, das unterstreichen wir vom Apex-Team alles genauso. Letzten Endes, ob man das jetzt in eine toolbasierte Migration unterstützt, sicherlich nochmal so ein bisschen diese Best Practices, die ich in meinem Vortrag am Ende erwähnt habe. Ja. Dass man halt eben letzten Endes eine strukturierte Apex-Applikation hat, Apex-Standardkomponenten nutzt, wo man kann. Und letzten Endes auch den PSQL-Code und den Custom-Code, den man braucht, dass man den vernünftig strukturiert in Packages, in die Datenbank packt, diese ganzen Dinge. Und da kann eine Tool-Migration sicherlich helfen. Also von daher, solange eine Tool-Migration diese Best Practices unterstützt, sind wir da schon absolut d'accord. Und das ist ein Ansatz, den wir durchaus auch genauso sehen. Ja, das kann man nicht anders sagen. Es ist uns natürlich auch klar, aber ich denke mal, auch da gehen wir mit der PITS 100% d'accord, dass eine toolgestützte Migration wird wahrscheinlich niemals die 100%-Lösung abliefern können. Das wäre die berühmte Silver Bullet, das wäre diese berühmte One-Click-Migration. Ich denke, wir sind uns alle einig, die wird es niemals geben. Aber wenn das Tool eben 60, 70, 80, 90% leisten kann, und man diese Bereiche, wo man manuell eingreifen muss, auf ein Minimum reduziert, sind wir absolut in einem Boot mit diesen Ideen. Jawohl.
Okay, das entspricht eigentlich auch unserer Aussage am Markt selbst. Wir haben eine höchstgradige Flexibilität, in was die Architekturpattern der Zieltechnologie betrifft. Das heißt, unser Konverteransatz entspricht genau auch diesem Anspruch, sage ich mal, eine individuelle Architektur-Pattern-Vorstellung in den Projekten auch umzusetzen. Das haben wir vorhin gesehen. Das heißt, wir haben in dem Bereich der Projektphase Migration einen Teil Konverteranpassungen, Architektur-Pattern-Besprechungen und von daher erreichen wir auch in den einzelnen Projekten einen Höchstgrad an Qualität. Das war ja eben auch ein wichtiger Punkt, den wir gehört haben, hier aus dem Plenum heraus ein Qualitätsbewusstsein, wichtig eben ein Ergebnis zu erzielen, welches einen Höchstgrad an Qualität hat, an Wartbarkeit hat. Diesen Anspruch würden wir mit unserem Ansatz natürlich dann auch verfolgen. So. Okay. Gibt es weitere Fragen, die vielleicht in dem Chat noch gestellt werden wollen? Wenn nicht, würde ich mit Blick auf die Uhr dann auch sagen, wir haben es leider nicht ganz geschafft. Es war natürlich auch relativ viel Content. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse am PITS-Webinar. Auch ein herzliches Dankeschön nochmal für die tollen Vorträge unserer Referenten Carsten und Christian. Ja, und wir freuen uns auf Ihre weiteren Besuche zu den nächsten Webinaren und natürlich auch auf die Gespräche, Projektsituationen und vielleicht auch den Taste. Und verabschieden uns jetzt mit einem herzlichen Gruß bei Ihnen. Zum Schluss dann noch, zögern Sie nicht, uns auch zu kontaktieren, wenn Sie noch Fragen haben. Wir freuen uns über Ihre Nachrichten. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.